unser nächster Gast, unsere nächste Rednerin ist Frau Jenny Poinkert vom Institut für Soziologie, Universität Duisburg-Essen. Und ihr Spezialgebiet auch in der Forschung ist die kooperative und die Frage der Beteiligung in der Finanzpolitik. Aber nicht nur dort, das hat man jetzt hier auch bei den Radfahrern gesehen, dass das Mitnehmen ganz wichtig ist und dass die Beteiligung aller Menschen bei einer Umstellung, zum Beispiel bei der Umstellung auf den Radverkehr, extrem wichtig ist, aber natürlich auch in der Finanzpolitik und in der Finanzwelt genauso wichtig ist. Wir haben heute eine große Spannung. Wir überspannen viele Themen, um auf die finale Frage dann zu kommen, wie gelingt es uns in vielen, vielen Bausteinen, den Green Deal möglich zu machen und diese Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen, Jenny Poinkert. Danke, dass Sie zugesagt haben und dass Sie jetzt Ihre Sichtweise auf die Dinge uns in den nächsten 5 bis 10 Minuten präsentieren. Dankeschön. Ich danke erstmal ganz herzlich für die Einladung. Und jetzt wird es so ein bisschen auf der einen Seite, ja, bei mir geht es auch um die Frage, was bedeutet Finanzen im Kontext von Klimawandel? Es wurde ja gerade schon angesprochen, dass es immer sehr stark darum geht, wer soll diese Veränderungen bezahlen? Da stieße ich ein Stück weit an. Allerdings, ich komme ja aus der Wissenschaft, daher werde ich im Folgenden eher vielleicht Probleme, Herausforderungen definieren als und weniger Lösungsvorschläge. Das nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Aber es wird ja immer sehr viel darüber diskutiert, wer soll denn jetzt diesen Klimapolitik zahlen? Aber auch in der Finanzwelt selber stellt man sich zunehmend die Frage, was bedeutet der Klimawandel eigentlich für die Finanzwelt, für die Finanzstabilität? Und bei einer Umfrage unter 33 Zentralbanken haben 70% der Befragten gesagt, ja, der Klimawandel macht uns Sorgen. Wir sehen ihn als eine große Bedrohung für die Finanzstabilität, für das Finanzsystem. Also auch hier ist die Frage, welche Folgen hat der Klimawandel angekommen? Man kann aber auch umgekehrt fragen, welchen Einfluss hat denn die aktuelle Finanzpolitik am Beispiel der Europäischen Zentralbank auf den Klimawandel? Also wo ist hier die Beziehung von der Politik der Europäischen Zentralbank zur Klimapolitik? Ich greife damit auch einen Vorstoß der aktuellen Präsidentin der Europäischen Zentralbank auf, die auch gesagt wird, hier muss man stärker gucken, inwieweit die Geldpolitik nicht auch den Klimawandel beeinflusst. Ich konzentriere mich hier auf die sogenannten Kaufprogramme. Sie alle wissen, die Europäische Zentralbank ist eigentlich der Preisniveaustabilität verpflichtet. Also sie soll dafür sorgen, dass die Inflation nicht mehr und nicht weniger bei ungefähr 2% liegt. Seit der Finanzkrise 2008 steht da die Europäische Zentralbank vor großen Herausforderungen und sie hat zu immer neuen, ungewöhnlicheren Instrumenten gegriffen. Und ein Instrument ist eben der Aufkauf von Wertpapieren. Seit 2009 kauft die Europäische Zentralbank zusammen mit den nationalen Zentralbanken Wertpapiere auf, erst Pfandbriefe, dann Staatsanleihen und mittlerweile eben auch Unternehmensanleihen, um die es mir im Folgenden vor allem geht. Seit 2016 tut sie das. Wie muss man sich jetzt so einen Aufkauf von Unternehmensanleihen vorstellen? Das Programm wird vor allem von den nationalen Zentralbanken durchgeführt. Also die Europäische Zentralbank ist eine sehr föderal aufgebaute Organisation. Und es sind vor allem 6 nationale Zentralbanken, die Unternehmensanleihen monatlich aufkaufen. Das sind die deutsche, die französische, die italienische und die spanische Zentralbanken, die jeweils Anleihen von Unternehmen aus ihren Ländern aufkaufen und die belgische und die finnische Zentralbank, die Unternehmensausleihen aus der übrigen Eurozone aufkauft. Das geschieht monatlich und Anfang November hatte dieses Programm ein Volumen von 245 Milliarden Euro. Also das ist nochmal deutlich mehr als die Stadt Kopenhagen für ihre Fahrradwege ausgegeben hat. Also wir sprechen hier über ein doch sehr finanzkräftiges Programm. Da ist dann die Frage, wie wählt man denn jetzt Unternehmen aus, von denen man solche Anleihen monatlich aufkauft? Erstmal haben wir hier so formale, also es muss Anleihen sein, die im Euro
dotiert sind, weil es ja ein Programm der Eurozone heißt, ist, es muss ein Nicht-Finanzunternehmen sein aus der Eurozone und die Anleihen müssen eine bestimmte Laufzeit haben. Das soll uns jetzt aber nicht so weit interessieren. Wichtiger erscheinen mir die zwei weiteren Kriterien. Und als erstes Kriterium verpflichtet sich die Europäische Zentralbank der Marktneutralität. Das heißt, ihr Anspruch ist, dass sie mit diesem Kaufprogramm den Markt nicht beeinflusst. Und daher ist ihr Ziel, dass wenn sie Unternehmensanleihen kauft, dass das die Marktstruktur widerspiegeln soll. Also sie haben sich bestimmte Indikatoren gesucht. Das wird ausdifferenziert nach Ländern, nach Sektoren. Und da wird dann versucht, der Markt möglichst gut wiederzuspiegeln und entsprechend zu kaufen. Also ein Sektor, wo viele Unternehmen Anleihen platzieren, werden mehr Anleihen gekauft. Größere Länder kaufen, auch aus größeren Ländern werden mehr Anleihen gekauft. Das erklärt auch, warum zum Beispiel die Deutsche Zentralbank für Deutschland Anleihen kauft und Luxemburg, Niederlande und maltesische Unternehmen alle von der Belgischen Zentralbank gekauft werden. Also hier versucht man den Markt, hat man mit Kriterien versucht abzubilden und entsprechend nach einem Rasenmäherprinzip kauft man dann bei diesen Unternehmen Anleihen auf. Ein zweites Kriterium, was wichtig ist, ist, dass so ein Schutz, dass man gesagt hat, es sollen aber nur hochwertige Unternehmen aufgekauft werden, Anleihen von hochwertigen Unternehmen. Daher muss man ein bestimmtes Rating haben. Also Sie kennen ja alle, alle Anleihen auf den Finanzmärkten werden mittlerweile von Ratingagenturen bewertet. AA ist die höchste Bewertung und die EZB bzw. die nationalen Zentralbanken kaufen eben nur bestimmte Anleihen. Das sind so die zwei wichtigen Kriterien, um die es mir im Folgenden geht und die auch sehr stark von Seiten von Forschern, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, kritisiert werden. Ich bin von Haus aus Soziologin. Das heißt, die juristischen Fragen, ob das jetzt im Rahmen des europäischen Rechts noch ist, interessieren mich jetzt nicht. Mir geht es eher um die Frage, welche gesellschaftlichen Vorstellungen stehen denn hinter diesen Indikatoren? Es gibt den, wie ich finde, nicht so besonders guten Spruch, glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Was man aber immer berücksichtigen muss, hinter so Indikatoren, hinter Statistiken stehen immer bestimmte Gesellschaftsmodelle und die sollte man sich dann doch angucken. Wenn man sich hier anguckt, diese Idee der Marktneutralität, das wird auch von Seiten der Europäischen Zentralbank selber eher mittlerweile empirisch revidiert, denn es gibt mehrere Working Papers, die darauf hinweisen, dass durch den Aufkauf von Unternehmensanleihen diese Unternehmen profitieren, denn es erhöht ihre Renditen. Also Unternehmen, die in dieses Kaufprogramm gekommen sind, sind privilegiert. Damit kann man sagen, also mit dem Kaufprogramm wird in den Markt eingegriffen. Und da stellt sich dann die Frage, wie greift man ein? Indem man versucht, den Status quo abzubilden, kann man auch sagen, natürlich verfestigt so die EZB die bestehenden Strukturen. In der Soziologie sprechen wir hier vom Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben, also ein Unternehmen, was schon ökonomisch stark wird, ist Teil jetzt des Kaufprogramms und wird dadurch ein Stück weit privilegiert. Und daher kann man sich schon fragen, wie bildet man dann eigentlich jetzt diesen Markt ab? Und sind diese Indikatoren, mit denen man es abbildet, die einzig möglichen? Von Seiten der University of Bristol gab es im Auftrag von Greenpeace eine Studie, die haben andere Indikatoren genommen und haben festgestellt, dass auf der einen Seite besonders energieintensiv und intensiv verbrauchende Unternehmen privilegiert sind. Sie machen 60% der Anleihen auf, die gekauft werden. Gleichzeitig sind das aber Unternehmen, die nur 18% der Beschäftigungsquote erklären, also nur 18% der Beschäftigten arbeiten bei ihnen. Und auch bei der Bruttowertschöpfungskette haben sie nur einen Anteil von 30%. Also hier kann man schon fragen, wie bildet man einen Markt ab und was sind die richtigen Indikatoren? Ein weiterer Punkt ist, ich habe ja schon gesagt, man muss immer eine bestimmte Wertigkeit haben, um in diesem Programm aufgenommen zu werden. Und hier orientiert man sich aktuell an den Ergebnissen der Ratingagenturen. Das stellen viele Soziologen grundsätzlich in Frage, inwieweit man sich als eine staatliche oder eine politische Organisation auf private Agenturen verstützen sollte. Aber wenn man mal dabei bleibt, muss man auch berücksichtigen, diese Ratingagenturen messen ja das Finanzrisiko, sollen das Finanzrisiko messen. Dabei berücksichtigen sie aber nicht den Klimawandel oder auch keine Klimaveränderungen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, viele Zentralbanken fürchten, dass der Klimawandel, sehen im Klimawandel als eine Bedrohung
auf die Finanzstabilität. Und daher wäre auch zu fragen, ob denn nicht bei der Bewertung, was ist ein stabiles, was ist ein sicheres Unternehmen, man nicht da auch klimapolitische Überlegungen mit einfließen lassen müsste. Daher wäre so mein Fazit, wenn man sich anguckt, das Zusammenspiel aus aktueller Klimadebatte auf der einen Seite und Finanzpolitik auf der anderen. Lange Zeit war man, gerade auch von Seiten der Europäischen Zentralbank, eher so, man ist der Marktneutralität verpflichtet. Als Soziologin muss ich sagen, Marktneutralität ist eine soziale Konstruktion, mit der bestimmte gesellschaftliche Strukturen abgebildet werden. Man kann es aber auch anders sehen. Und da sollte man schon darüber diskutieren, was sind eigentlich die Indikatoren, mit denen wir versuchen, den Markt abzubilden. Und aktuell scheint es so, dass die Kriterien eher die bestehenden Strukturen festigen und auch verfestigen. Und so Fragen wie, welche Risiken gehen eigentlich mit dem Klimawandel für die Finanzwelt einher, ignoriert werden. Und daher würde ich auch den Vorstoß von der Präsidentin der Europäischen Zentralbank unterstützen, dass man sagt, hier muss man auch nochmal über die Indikatoren diskutieren, auch wenn ich heute im Gegensatz zu meinem Vorredner leider noch nicht die perfekten Lösungen dafür anbieten kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.